fühle mich ausgeschlossen, ausgegrenzt, ich traue mich nicht weiterzumachen. Das Leben läuft einfach in die falsche Richtung. Das ist etwas, was wir immer wieder mal erleben. Und wenn wir das nötige Selbstvertrauen haben, dann können wir es auch gut wieder in eine andere Richtung bringen. Und genau das möchte ich dir hier heute zeigen. Ich bin Astrid Marie Machalitza, Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Burnout-Prophylaxe. Ja, und habe einfach ein paar Tipps aufgeschrieben, die auch dir sicherlich helfen werden, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und damit Stabilität und ja, ein glücklicheres Leben zu bekommen. Dazu habe ich nicht nur dieses Video hier entwickelt, sondern auch ein Übungsheft, das du dir hier herunterladen kannst. Und ja, tu das. Wir werden uns das gleich mal anschauen, welche Tipps es da gibt. Und ja, dann leg los. Doch zuerst möchte ich mal auf etwas zu sprechen kommen, was uns immer wieder im Leben hemmt. Und zwar ist es der innere Kritiker. Kennst du den? Die Stimme, die dir sagt, hey, das war echt nicht gut genug. Du bist einfach ein Versager. Du könntest es besser machen. Du brauchst es gar nicht erst zu probieren. Wozu anfangen? Bringt doch eh nichts. Kennst du das manchmal? Und genau das ist eben, ja, eine innere Stimme, die als der innere Kritiker bezeichnet wird und kommt daher, dass wir in unserer Kindheit und auch später noch gelernt haben, dass eben wir auch mal Misserfolge hatten und die entsprechend so benannt wurden. Eben mit solchen Sätzen. Und wenn du diese Sätze innerlich hörst, dann wirst du darin wahrscheinlich die Stimme auch deiner Eltern oder der Erzieher kennenlernen, beziehungsweise hören, wenn du dich nochmal bewusst darauf konzentrierst und erinnerst. Die meisten Menschen haben den Wunsch oder das Ziel, frei von Ablehnung zu sein, frei von Angst zu sein, mutig zu sein und einfach das auszuprobieren, was sie wirklich gerne ausprobieren wollen. Und wie gesagt, diese innere Stimme bremst uns oft. Und deswegen, lass uns doch einfach jetzt mal in verschiedene Tipps reingucken, die ich hier für dich herausgesucht habe, um eben mehr Mut, mehr Gelassenheit und ja einfach auch die Kraft, etwas Neues auszuprobieren, zu bekommen. Ein Tipp ist, denke permanent gut von dir. Wenn die anderen schlecht von dir reden, mag sein. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass die besser von dir denken als du selber. Und deswegen, ja, denke gut von dir. Sag dir selber, das habe ich gut gemacht und lob dich. Und wenn doch mal was schiefgegangen ist, hey, dein Wert hängt ganz sicherlich nicht von deinem Handeln ab. Es ist normal, dass mal was schief geht und du bist deswegen noch immer ein guter, klasse Mensch, ganz sicher. Wehre dich gegen ungerechtes Abstrafen. Wehre dich dagegen, wenn jemand dich ungerecht behandelt oder ungerecht mit dir redet. Und auf der anderen Seite, Komplimente kriegst du garantiert auch in deinem Leben immer wieder. Und die schreib dir doch einfach auf und führe sie dir immer wieder vor Augen. So, und an dieser Stelle würde ich jetzt ganz gerne in das Übungsheftchen reingehen, denn da sind noch ein paar extra Tipps drin. Und damit du einen kleinen Überblick bekommst, was du dir runterladen kannst, kostenlos, gehen wir jetzt einfach mal rein. Aus dem Übungsheft ist inzwischen ein doch längerer Guide geworden, also ein Artikel, in dem ich dir erstmal was über Selbstvertrauen beschreibe. Also zum Beispiel, wie sich mangelndes Selbstvertrauen zeigen kann. Zum Beispiel, sich alleine gelassen zu fühlen, ausgenutzt zu fühlen oder sich mit anderen Leuten zu vergleichen und dann schlecht abzuschneiden und so. Weiter geht's dann mit einem Weg heraus und beschreibe da, wie es mir 2009 ging, als ich tatsächlich in einem Burnout gelandet war, mein Selbstvertrauen auf dem Tiefpunkt war und ja, möchte dich einfach damit ermutigen, dass auch du es schaffen kannst, eben deinen Weg aus dem Tief hinein ins Selbstvertrauen, in ein mutiges, gelebtes Leben zu gehen. Weiter geht es dann damit zu gucken, wie Selbstvertrauen entsteht, vor allem auch den inneren Kritiker dann anzusprechen, also eine innere Stimme, die immer wieder sagt, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst es auch nie schaffen. Dann das Ziel, ein unbeschwertes, unbeschwerteres, leichteres, freieres Leben zu haben und wie es sich erreichen lässt. Ja, und dann sind wir auch schon im Übungsteil
Zuerst einmal, dass du permanent gut von dir selber denkst, einfach dir anguckst, was ist deine innere Stimme, dein innerer Kritiker. Und ich habe dann die mutige Lilly erfunden, die einfach eben mutig das Gegenteil beschreibt. Und auch das ist dann ein Satz, den ich dich bitten möchte aufzuschreiben, einfach um das dann Stück für Stück zu lernen. Im nächsten Teil geht es darum, dass einfach dein Wert und dein Handeln voneinander losgelöst sind. Es ist normal, dass es einem irgendwas mal schief geht. Und die Übung ist, was würde dein innerer Kritiker sagen? Und eben dann die mutige Lilly. In Übung 3 geht es um Ungerechtigkeiten und wie du dich dagegen wehren kannst. Auch da wieder, was würde dein innerer Kritiker sagen? Wie macht er dich fertig? Und was sagt die mutige Lilly? Und macht dir damit Mut. Im vierten Teil geht es um Komplimente, die du voller Selbstakzeptanz wahrnehmen darfst und einfach wirklich in dir aufnehmen darfst, dich darüber freuen darfst. In Aufgabe 5 geht es darum, deine positiven Seiten hervorzukehren. In Aufgabe 6 deine positiven Eigenschaften. Schreib sie dir auf, mach dir eine richtig schöne lange Positivliste vielleicht sogar und erkenne, dass du einmalig bist. Ganz sicher, du hast es verdient, ein gutes Leben zu führen. Und dann geht es weiter mit Übungen für ein stabiles Selbstvertrauen. Einmal, wie du deine Selbstachtung stärken kannst, nämlich, dass du dir 30 Tage lang, jeden Tag, so für ein paar Minuten, einfach mal so ein paar Sätze sagst, die dich positiv stimmen. Was hättest du dir gewünscht von deiner Familie, von deinen Freunden? Und welche wertvollen Sätze würdest du dir selber gerne sagen? Wichtig auch wieder, die dir aufzuschreiben, damit du dich immer wieder daran erinnern kannst. Übung 2, führe deine Erfolgserlebnisse dir vor Augen, schreib sie dir auf, formuliere sie positiv. Übung 3, schreib auf, was andere an dir wertschätzen und dann stückel das auch entsprechend. Nach Partner, Freunde, Freundinnen, was die Kinder, was der Partner schätzt, was deine Mutter schätzt, was die Großeltern schätzen oder geschätzt haben. Auch im Beruf, die Kollegen oder der Chef. Und wenn du feststellst, dass dir von jemandem noch vielleicht mal ein Feedback fehlt, dann frage da ruhig offen nach. Und der Extra-Tipp dann an der Stelle auch wieder, du wirst den Zettel nicht lange lesen müssen, wenn du es dir aufgeschrieben hast, doch ihn in deiner Tasche zu haben, wird dich stärken. Und du kannst halt immer wieder mal drauf gucken, was finden andere an mir gut. Übung 4. Was uns oft passiert, ist, dass wir uns vergleichen. Und ja, wir schneiden in der Regel schlechter ab. Deswegen schreib dir auf, welche Talente du hast, welche guten Eigenschaften du hast. Und vergleiche dich nicht, sondern schau auf den Zettel, erkenne immer wieder, welche Gaben du hast und erlaube dir, ganz du selbst zu sein. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir versprechen, dass das Leben deutlich entspannter und ruhiger macht. Das waren die Übungen aus diesem Heftchen. Lade es dir runter, direkt hier. Und setz dich täglich ran, zumindest für die ersten 10 Tage. Es muss nicht lang sein. 10, 15, 20 Minuten, das genügt auch schon. Nur die Kontinuität, also die Regelmäßigkeit, die ist wichtig. Nun wünsche ich dir, dass du mutiger deinen Lebensweg begehen kannst und dass du Komplimente annehmen kannst, dass du erkennst, wie wertvoll du bist und wie viel Spaß es einfach im Leben macht. Immer wieder und immer wieder neu dazu. Und hey, mit einem guten Selbstvertrauen wird das ein leichtes Spiel für dich werden. Viel Erfolg, lad dir die Übungsdatei hier herunter und ja, abonniere meinen Kanal, sodass du immer wieder neue Tipps und Informationen bekommst. Denn das Wichtige im Leben ist einfach, dass wir ja am Ball bleiben, Stück für Stück und immer wieder. Alles Gute dabei. Deine Astrid Marie.